So, willkommen zurück. Und es gab sehr viel Informationen hier bei dem Aufseher in der letzten Folge. Ich wollte mit dem nochmal über die Roboterbabys da hinten sprechen. Hier auch, in der Ecke. Tun wir uns mal keinen Zwang an. So, was ist denn jetzt? Ich habe vielleicht ein Geschäft für euch. Erzählt mir etwas von den anderen Konstrukten. Oberster Meister, kann nicht länger mit euch plaudern, sagt er. Dann fährt er mit gesenkter Stimme fort. Ihr habt Interesse an uns gezeigt. Das weiß ich zu schätzen. In Wahrheit gibt es keine anderen Meister, nicht wirklich. Doch, gibt es, ruft der kunstvolle Meister fröhlich. Das wird der hier sein, ne? Nein, gibt es nicht, brüllt der oberste Meister. Zankt ihr beiden immer so? Hängt sich das Spiel immer auf? Der Kunstvolle hat einen schwachen Geist, benebelt durch die vielen Jahre im Dunkeln, sagt er. Er hat nichts Besseres zu tun, als sich über meine großartige Arbeit lustig zu machen. In Wahrheit waren wir einst ein einziger Geist. Doch als die Kartografen uns verließen, fuhren unsere Geister in verschiedene Gefäße ein. Pools, wenn ihr so wollt. Ach, wie unsere Pools hier unten. Ihre wurden schal und zügellos. Meine blieb rein und klar. Klar, rein. Der oberste Meister ignoriert das vielsagende Prusten des Kunstvollen und fährt fort. Die Jahre vergingen und ich spürte, wie die Stadt, die die Kartografen zurückgelassen haben, langsam verfiel. Die Vorstellung ließ mir keine Ruhe und so schwor ich, wieder gut zu machen, was der Zahn der Zeit angerichtet hat. Was ist denn hier? Ich habe vielleicht ein Geschäft für euch. Ah, muss eine Arbeit erledigt werden? Wenn es ums Bauen, Reparieren oder Lösen geht, seid ihr bei mir richtig, sagt das Konstrukt. Ich brauche Hilfe bei der Reparatur eines Kristallapparats im Riff. Hilfe braucht ihr, hm? Ich sage euch was. Bringt mir einen Teil des Apparats zur Untersuchung und ich betrachte es als Teilzahlung für den gegebenen Rat. In Ordnung? Könnt ihr nicht einen eurer Arbeiter zum Riff schicken? Ja, ich habe irgendwie nichts davon bekommen. Vielleicht muss ich da nochmal hingehen. Nein, ich brauche die Beschaffer hier betriebsbereit, sagt der Meister. Und einen Zündschmied schicke ich sicher nicht los. Die würden in der ersten Bar hängen bleiben, die ihnen unterkommt. Ihr helft mir, ohne etwas dafür zu verlangen? Für eine solch kurze Beratung zahlt es sich nicht aus, eine Rechnung zu stellen. Bringt mir die Scherbe oder auch nicht. Ich habe zu tun. Okay, wir müssen eine Scherbe holen. Ich habe kein Teil dabei. Nun, dann findet einen. Ich kann auch nicht einfach raten. Ich muss analysieren, konstruieren, ausführen. Okay. Gut, dann haben wir hier den Kunst... Wer ist er hier eigentlich, der Aufseher? Der geht immer hin und her. Hat er noch was zu sagen? Nee. Nichts zu sagen. Der kunstvolle Meister. So, was hat er für Probleme? Auf den ersten Blick scheint dieses alte, unbewegliche Konstrukt nahezu identisch mit dem anderen in der Manufaktur zu sein. Erst als du dich näherst und die dunstige Aura des Schmiedefeuers betrittst, erkennst du die komplexen, nein, chaotischen, sich windenden Gravuren, die jeden Millimeter seines gepanzerten Gehäuses bedecken. Und der Arbeiter, der dahinter steht, fügt noch weitere hinzu. Ach, der wird hier geschmückt. Morgen, sagt das Konstrukt. Es ist morgen, oder? Ich achte niemals auf die Uhrzeit. Hier unten braucht man sie nicht wirklich. Feuer fackelt aus den leeren Augen des Konstrukts. Ich bin der kunstvolle Meister. Was kann ich für euch tun? Könnt ihr mir etwas über eure Vergangenheit erzählen? Um ehrlich zu sein, möchte ich darüber nicht nachdenken. Jeder von uns ist im Laufe unserer Jahrhunderte hier unten leicht verrückt geworden, bevor die Menschen kamen. Der andere Vorarbeiter und ich verweilen jedoch nicht auf Dingen, die der oberste Vorarbeiter tut. Ein Glutnetz schwebt von der hohen Decke zwischen euch herunter. Wenn ihr die ganze Geschichte im unerträglichen Detail hören wollt, dann wendet euch an den obersten Vorarbeiter. Ja, das hat uns ja schon gesagt. Warum lasst ihr eure Panzerung von eurem Arbeiter verzieren?
Ich möchte nämlich das wunderschönste Konstrukt in Sargus-Klippen sein. Ja, das bist du doch jetzt schon, erklärt das Konstrukt. Der Arbeiter dahinter kichert vor sich hin. War nur Spaß, sagt er. Meine Augen, nun nicht unbedingt Augen, doch wisst ihr, vor langer Zeit sind sie ausgefallen. Meine anderen Sinne sind aber noch gut, sehr gut. Wenn mir meine Arbeiter also einen Entwurf zeigen möchten, gravieren sie diesen in meine Platte. Ich fühle ihn und gebe ihnen Rückmeldung. Als ob irgendeiner von ihnen das nötig hätte. Das ist aber eine lange Zeit, um blind zu sein. Warum kann man euch nicht reparieren? Gute Frage. Die einfachste Antwort auf diese Frage ist, wir haben nicht die Bauteile, sagt der kunstvolle Meister, woraufhin er die Stimme senkt. Die Wahrheit ist aber, dass ich Angst habe. Ich kann zwar nicht noch blinder werden, aber er verstummt. Der Schmiedeofen zischt und knackst in der Nähe. Die ersten Jahrzehnte in der Dunkelheit waren am schlimmsten. Dann begann ich Muster darin zu erkennen. Zuerst ganz einfach, dann mit Farben, Tiefe und Schattierung. Großartige kreisförmige Entwürfe. Er seufzt glücklich. Ich sehe sie noch immer. Und ich würde sie nicht gegen mein Sehvermögen eintauschen wollen. Ach so, er hat was Besseres gesehen. Lustige kleine Kreise. Also, ist wie, wenn man zu lange in die Sonne guckt und dann lauter lustige Sterne, Kreise sieht. Um wirklich ehrlich zu sein, brauche ich diese Künstler nicht mehr. Sie haben herrliche Arbeit in der Stadt oben geleistet. Sie fragen mich jedoch gerne um meine Meinung. Das Konstrukt lacht kläffend. Und ich äußere gerne meine Meinung. Sag mir nochmal, mit wem ich über die Geschichte des Vorarbeiters... Nee, könnt ihr mir etwas zeigen, das eure Arbeiten geschaffen haben? Absolut. Wartet einen Moment. Lasst mich kurz überlegen, was euer Geschmack treffen könnte. Innerhalb eines Herzschlags erwachen verschachtelte Sensoren auf seinen Schultern, schwirren zum Leben und streichen Lichtstrahlen über dich hinweg. Wow, Globus von Zurul. Cool. Nicht so kunstinteressiert, wie ich sehe. Lager. Bring unserem Besucher den Inhalt aus Lagerbox 3 bis 9 oder 3-9. Ein paar Minuten später eilt ein Lagerarbeiter heran und legt dir einen schweren Gegenstand in die Hände. Umsonst, sagt der kunstvolle Arbeiter. Betrachtet es als Geschenk. Gegenstand erhalten, Globus von Zurul. Okay, was haltet ihr von euren getreuen Vorarbeitern? Nun, ich möchte nicht schlecht über meine Familie sprechen. Das Konstrukt bricht ab, als der Arbeiter hinter ihm kichert. Das stimmt, sie haben natürlich ihre eigenen Schwierigkeiten. Wir streiten uns und hier meine ich mit wir den obersten Vorarbeiter und mich. Doch das ist zu erwarten. Wir kennen uns schon seit einem Jahrtausend. Wir haben Jahrzehnte des wütenden Schweigens durchlebt, bis wir lernten, einander zu akzeptieren, wie wir sind. Er gluckst. Der oberste Vorarbeiter hat Ansichten, anstrengende Ansichten, die er anderen aufdrängen muss. Und unser defekter Freund möchte sterben, denke ich. Das haben wir schon gemerkt. Er nennt es zwar anders, aber so ist es. Und obwohl wir aneinander geraten, so sorge ich mich doch um sie. Wie könnte ich auch nicht nach aber tausenden von Jahren. Okay. Leben wir mal. Alright. So, mit dem einen hier sollten wir nochmal über die Babys reden, ob wir das machen wollen oder nicht. Bleibt die Frage. Ha! Gesichtet, bevor ihr euch anschleichen konntet. Was braucht ihr? Wie kann ich das Leben des Vorarbeiters auf seine Kinder übertragen? Sagt Tarnisch. Seine Augen richten sich suchend auf dich. Er seufzt schwer. Ich weiß, dass ihr euer Bestes versucht, sagt er. Daher werde ich euch sagen, was ich weiß. So wie er es will. Ich wünschte aber, ihr würdet das sein lassen. Er greift deine Schulter und flüstert dir leise ins Ohr. Er hat recht. Die einzige Möglichkeit besteht darin, ihn zu töten. Sein Körper ist nicht das Problem. Es ist etwas mit der Art und Weise, wie seine Macher seinen Verstand und seinen Geist schufen. Sie entziehen immer wieder die Energie, die er auf die Kinder überträgt. I'll remember that. Nun, alle Energie auf einmal zu entfesseln ist möglich, aber nicht einfach. Ihr könntet versuchen,
mit dem Orden der Wahrheit zu sprechen, bevor ihr damit beginnt. Möglicherweise haben sie ein paar Werkzeuge, die euch dabei helfen werden. Okay. Also sind wir jetzt nicht wirklich weitergekommen. Wir gucken mal in unser Tagebuch. Der oberste Vorarbeiter hat sich bereit erklärt, mir einen Grabungsautomaten Marathon zu bauen, benötigt jedoch einen intakten Körper. Ja, den habe ich Ihnen gegeben. Der Vorarbeiter haben mit dem Sticherkörper gefunden einen Grabungsautomaton gebaut. Damit kann ich nun jeden Ort im Untergrund erreichen, auch die Höhle der Sticher. Der Automaton wartet in dem Tunnel, wo ich den toten Stichus gefunden habe. Gut, das ist nur natürlich die Frage, ob wir nicht auf die Fresse kriegen, wenn wir jetzt, wenn die uns hier einfach rumschwirren sehen. Glaube ich, hier können wir ein bisschen Ärger bekommen. Ah, das ist jetzt quasi ein neu aufgebauter. Aha. Dann muss ich mit dem reden und dann bringt er mich wahrscheinlich dahin, wo ich hin muss. Ich will nochmal mit ihr reden. Alright. Okay, da muss ich wohl doch die Eier klauen. Wir gehen mal in den Stichertunnel und klauen da die Eier. Ich speichere mal ganz schnell ab. Neuen Speicherstand. Oh, so, passt. Der beliebte Kadaver des Stichus, den du ausgegraben hast, türmt sich vor dir auf und wartet auf deine Befehle. Winke mit der Hand vor den Augen der Kreatur, um zu sehen, ob es eine Reaktion gibt. Die Pupillen des Dings leuchten heller, sobald deine Hand sie passiert. Doch, das bleibt so. Es gibt einen vorverstoßenen Stichus in der Deponie hinter dem fünften Auge. Ich will, dass du einen Tunnel gräbst, um ihn sicher hierher zurückzubringen. Mhm. Ich untersuche den mal ganz kurz. Es ist nicht schwer, die Ergänzung zu sehen, die die Arbeiten des Meisters hier vorgenommen haben. Schillerndes Metall füllt seine Wunden und die verstümmelten Klauen wurden durch eine mechanische ersetzt. Spiralen gerippter Kabel treten aus verschiedenen Stellen hervor, ehe sie in den Brustkorb führen. Einige seiner Augen wurden auch verändert. Schwache glühende Lichter blinken in den ansonsten leeren Augenhöhlen. Ah, ich glaube, den Stich ist da oben, den verraten wir lieber. Was haben wir denn davon? Der wird eh ausgestoßen bleiben. Also, ich will, dass du einen Tunnel gräbst, um mich woanders hinzubringen. Bring mich in das Heiligtum des wandelnden Gottes. Oh, mal gucken. Oh, bringt er mich jetzt wirklich dahin? Das wäre natürlich nice. Dann können wir uns vielleicht mit den Stichern noch ein paar andere Sachen überlegen. Als du in einem grob gehauenen, mit goldenen Drähten gebördelten Kammer auftauchst, macht der Automaton eine Reihe aufregender Klicks und beginnt sich zum Tunnel zurückzuziehen. Es scheint, als könne oder wolle die Kreatur nicht weitergehen. Dieser Ort riecht schwach nach Ozon und die Luft knistert vor statischer Elektrizität. Es fühlt sich nicht nach einem Ort an, den dein Erzeuger gebaut hätte. Doch der Zugang zu seinem Heiligtum muss irgendwo in der Nähe sein. Making a note. Okay, was ist das für ein Ding? Go. Warme Seen aus Licht brödeln die Wärme. Bördeln. Was ist denn Bördeln? Bündeln vielleicht die Wände
und winden sich in den Sockeln einer hohlen Statue. Sie schimmert in der gleichen Farbe wie die glühenden Fäden. Schwache Kratzer entlang des Sockels in der Größe einer Stichuskralle lassen darauf vermuten, dass sie beim Untertunneln auf die Statue trafen und nicht herausziehen konnten. Runde Rohre mit Öffnungen verschiedener Größe führen in einer Trommel in der Mitte. Eine sanfte Brise aus dem neu gegrabenen Bau hinter dir summt über die Öffnungen weg. Die krummen Metalladern, die die Felswände durchziehen, dämpfen den Lärm des Geräts. Unwahrscheinlich, dass man es außerhalb des Raumes hören kann. Pust in eine der Öffnungen. Dein Magen dreht sich um, als dich eine Welle vibrierender Luft für den Bruchteil einer Sekunde hin und her wirft. Goldenes Licht strömt von den Nähten in die Statue und bildet ein Schleifenmuster in der Mitte der Trommel. Während das Grollen anhält, funkelt Energie die Adern im Felsen entlang, die in den Apparat führen. Nach einem Augenblick stottert das Geräusch und verstummt. Die schmächtigen Spuren des Musters glühen jedoch weiterhin auf der Oberfläche. Es hat ungefähr die Größe einer menschlichen Hand. Obwohl die Form eher einem Dutzend Tentakeln gleicht. Lege deine Hand auf die Lichtspuren. Oh, jetzt wird's hell, wa? Das gleiche Geräusch, das du zuvor gehört hast, rasselt durch deine Gedärme. Es stottert, doch hält an, wobei sich das Geräusch im Laufe der Jahrtausende verschlechtert hat. Obwohl das Geräusch unterbrochen ist, so hat es doch etwas Faszinierendes an sich, das deine Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Du entziehst ihm deine Aufmerksamkeit, doch die Wirkung könnte viel stärker sein, wenn die Statue noch intakt wäre, vor allem bei einem Wesen mit nichtmenschlicher Psychologie. Allegern, ein raues Grollen entflieht Allegörns Rachen. Psychische Wirkung. Der Apparat ist kaputt und wurde vermutlich nicht für Menschen gebaut, doch wenn er gegen die richtige Kreatur eingesetzt wird, könnte sie dadurch eine Weile entzückt sein. If you're sure it's safe. Wir müssen ja wahrscheinlich hier irgendwie durch die Wand, ne? Ja. Yes. Oh! Jetzt kommt ein Stichus. Sind das die Eier? My instincts say we should use stealth to avoid the Stiker. Ignore my instincts. Oh, jetzt hat eine Krise begonnen. Scheiße, das wollte ich eigentlich gar nicht. Okay, dann machen wir erstmal einen Cut und in der nächsten Folge geht's mit der Krise hier weiter. Vielleicht kommen wir hier irgendwie durch. Ohne dass was passiert. Main bleiben, bis dann. Tschüss.